Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu den Shiranui. Das ist ein Zombie-Team-Deck, Zombie-Support aus dem neuen kommenden Set Break of Shadow. Sneak ist bereits am Wochenende. Wir werden vorbeischauen bei unserem Shop Funtime in München. Kommt vorbei, spielt mit, wenn ihr in der Nähe seid. Ansonsten kommen wir zu dem Team-Deck. Sind alles Feuermonster und Zombie halt. Haben meistens zwei Effekte. Einer davon aktiviert sich, wenn die gebannt werden. Also perfekt mit Mizuki oder sowas. Dann fangen wir mal an mit dem ersten. Shiganui Spectral Sword. Ist Tuner Level 2, 800 ATK 0 Defense. Also perfekt für Zombie Master und sowas. Also diese ganzen Zombie-Faxen. Und falls der Typ in deinem Friedhof ist, außer in dem Zug, in dem der auf den Friedhof geschickt wurde, kannst du einen Nicht-Tuner Zombie-Monster in deinem Friedhof wählen. Beide verbannen, also das Gewählte und ihn selber. Und falls du das tust, kannst du einen Zombie-Typ Synchro-Monster von deinem Extra-Deck specialen mit derselben Anzahl an Level. Also einfach aus dem Friedhof synchronisieren. Und das kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Ziemlich krasser Effekt, finde ich. Friedhofseffekte immer krass. Einfach direkt aus dem Friedhof synchronisieren. Gibt dir mehr Ressourcen. Auf jeden Fall krasser Effekt. Ich würde dem Ding 8 von 10 Sternen geben. Also ich finde es ziemlich stark. Vielleicht überschätze ich das jetzt, weil es hat halt die Bedingung, dass es nicht geht in demselben Zug, wo es auf den Friedhof geht. Also du kannst nicht synchronisieren und dann direkt nochmal zweite Synchro aus dem Friedhof auspacken. Vielleicht überschätze ich das und das ist vielleicht nur 6 bis 7 Sterne wert, aber ich gebe dir mal 8. Weil es neues Jahr ist und so. Mal schauen. Dann haben wir als nächstes Swordsmith auf Shiganui. Level 4, 1000 ATK, wieder 0 Death. Und wenn der vom Feld auf den Friedhof geschickt wird, als Synchromaterial, kannst du eine Shiganui-Karte von deinem Deck auf die Hand holen, außer halt einen weiteren Swordsmith. Und diesen Effekt kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Und falls der gebannt wird, kannst du den folgenden Effekt aktivieren und für den Rest des Zuges können deine Zombie-Typ-Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Ziemlich schlecht finde ich den. Schlechte Werte. Der zweite Effekt ist ziemlich nutzlos und der erste ist nicht schlecht, aber er muss halt als Synchro-Material gehen, was halt auch nicht so leicht ist. Vor allem, weil der kann nicht special kommen oder so. Also den musst du normalen und dann musst du irgendwie den Tuner specialen. Mit Plague Spread aber wahrscheinlich kein Problem, aber trotzdem und dann nicht wirklich effektiv. Ich würde dem 5 von 10 Sterne geben. Wenn man den irgendwie specialen könnte, dann vielleicht mehr, aber so erstmal nur 5 von 10. Dann haben wir als nächstes Chief Priest auf Shiganui. Level 4, 1,5 ATK diesmal, wieder 0 Death. Und wenn der genommelt wird, kannst du ein Shiganui Monster von deiner Hand oder Friedhof specialen. Außer halt dem Priest. Aber der wird gebanished, wenn er das Feld verlässt. Was halt eigentlich perfekt ist, weil sich dadurch die Shiganui-Effekte aktivieren, die zweiten. Und dann sein anderer Effekt ist, falls er gebanished wird, kannst du eine offene Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert und die zerstören. Und den kannst du auch nur einmal pro Runde aktivieren, den Effekt. Also nicht schlecht. Beide Effekte von ihm sind nicht schlecht. Der erste ist so ähnlich wie Altair, bisschen schlechter, weil der nur kommt, wenn er genommelt wird. Und wenn er gebannt wird, schießt er auch noch eine offene Karte. Also irgendwas, was dich halt stört. Beide Effekte sehr solide. Also ich würde dem auch 8 von 10 Sternen geben. Dann haben wir da Bushi auf Shiganui. Wieder Level 4 Zombie. 1,8 ATK diesmal. Und der hat einen Quick-Effekt. Also den kannst du in deiner oder der gegnerischen Runde aktivieren. Da kannst du ein Zombie-Monster in deinem Friedhof wählen. Das Banishen. Und der Typ kriegt 600 ATK dazu. Und falls er das bekommt und er kämpft gegen ein gegnerisches Monster in dieser Runde, kannst du das gegnerische Monster nach der Damage Calculation verbannen. Und der Effekt geht natürlich auch im Damage Step. Kleiner Tipp. Und falls der gebanished wird, kannst du einen Shiganui Monster in deinem Friedhof wählen. Außer halt einen Bushi auf Shiganui und ihn dann zurück auf die Hand holen. Und den Effekt kannst du auch wieder mal nur einmal pro Runde aktivieren. Auch solider Effekt, beide Effekte nicht schlecht. Gibt dir halt Optionen, deine ganzen Shiganuis zu verbannen und deren Effekte zu nutzen. Also ich würde dem 7 von 10 Sternen geben.
solide Werte auch und solider Support, solider Effekt. Und Recycle-Effekt, also echt stabil. Dann war es das mit den Monstern. Haben die noch zwei Synchro-Monster. Der erste ist Level 6. Katanagami Shiganui. Der braucht einen Zombie-Tuner und einen Zombie-Nicht-Tuner. Was eigentlich ganz leicht ist, weil die meisten Zombies Level 4 sind. Und dann kannst du Plague Spreader benutzen, der ist Level 2. Und auch der hat 0 Defense. Was vielleicht ganz wichtig sein könnte. Ich weiß es nicht genau. Und Armabgründe. Während deiner beliebigen, also auch deiner oder der gegnerischen, kannst du eins deiner gebannischen Zombie-Type-Monster wählen. Es ins Deck mischen. Und falls du das tust, kannst du alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, mit deiner ATK, die niedriger ist als das Monster, das du gewählt hast, und die kannst du dann in Defense drehen. Was eigentlich ein ziemlich nutzloser Effekt ist. Und falls der gebannischt wird, kannst du ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, und es verliert 500 ATK. Was ein noch nutzloserer Effekt ist. Und du kannst nur einen von diesen Katanagami pro Runde specialen. Ziemlich schlechter Typ. Zwei nutzlose Effekte. Ich nehme mal an, vielleicht, dass er so als ein Übergangsmittel benutzt wird, dass man auf 6 geht und dann auf 8 oder sowas. Oder dass man ihn einfach nur als 2-5 Speedstick benutzt und dann durch verschiedene Effekte wieder immer wiederholen kann. Wer weiß. Aber so an sich ziemlich schlecht. Ich würde dem 3 von 10 Sternen geben. Dann kommen wir zu der nächsten Synchro-Karte. Ikusagami Shiganui. Die ist Level 8. Wieder 0 ATK, 0 Defense, 3000 ATK. Und die braucht wieder einen Zombie-Type-Tuner und ein Nicht-Zombie-Typ-Monster. Und wenn der gespecialt wird, kannst du ein Zombie-Typ-Monster von deinem Friedhof banishen. Und der erhält dieselbe ATK dazu wie das gebannischte Monster. Bis zur Endphase. Der Effekt ist auch nicht so wirklich der Hammer. Und falls der vom Feld durch Karteneffekt oder Kampf zerstört wird und auf den Friedhof geht, kannst du eins deiner gebannischen Zombie-Monster wählen mit 0 Defense und das zurück in den Friedhof legen. Was auch ziemlich schwach ist. Also ich dachte, jetzt kommt irgendwas, das ja gespecialt wird, aber nur in den Friedhof legen. Sehr enttäuschend. 4 von 10 Sternen. Weiter geht's. Zauberkarte. Spielfeld-Zauberkarte. Wie ihr wisst, bekommt jetzt irgendwie jedes neue Themendeck eine Spielfeld-Zauberkarte. Und die heißt Shiganui Style, Reincarnation, Formation. Armabgründe, falls du keine Monster kontrollierst, kannst du eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof schicken und dann einen dieser folgenden Effekte aktivieren. Wähle ein Zombie-Typ-Monster mit 0 Defense in deinem Friedhof und Specialize. Ziemlich krass. Und der zweite Effekt, wähle eins einer gebannischen Zombie-Monsters mit 0 Defense und zurück auf den Friedhof damit. Also die Spielfeld-Zauberkarte ziemlich gut. Vor allem der erste Effekt, dass man die specialen kann. Und abwerfen, also abwerfen perfekt, damit man den Friedhof füllt und sowas. Perfekt für Zombie, weil sich die meisten Effekte im Friedhof aktivieren und dann kannst du da deine Ressourcen sammeln. Und dann kannst du halt wieder deine Monster specialen. Und das geht halt auch mit den älteren Zombies, die 0 ATK haben. Ich meine 0 Death. Also ist das nicht nur auf Shiganui beschränkt. Also ziemlich gut die Spielfeldzauberkarte. Der würde ich irgendwie heute auch 8 von 10 Sternen geben. Dann haben die auch noch eine Falle bekommen. Shiganui Style, Solo Sword. Eigentlich ein Ikarus-Angriff für die Zombies. Opfere ein Zombie-Typ-Monster, dann wähle 2 Karten auf dem Feld und zerstör die. Und dann kannst du ein Shiganui-Monster von deinem Deck banishen und dann halt auch noch seinen Effekt aktivieren. Also, aber du kannst nur eine Shiganui-Falle pro Runde aktivieren. Aber trotzdem, wie Ikarus plus einen kleinen Vorteil, dass man halt dann noch die Shiganui-Effekte benutzen kann. Also ich würde der Falle 9 von 10 Sternen geben. Mein Ikarus-Angriff ist eine der stärksten Fallen, zum Beispiel im Blackwing. Hauptsächlich der Grund, wieso man das Deck überhaupt noch spielen kann oder spielt. Und das ist halt genau wie ein Ikarus für Zombies, nur noch mit einem kleinen Vorteil. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Themendeck, finde ich.
Support für Zombies ist immer gut, Zombies auch immer sehr beliebt. Aber allgemein, jetzt vor allem gegen das Meta, finde ich das Deck nicht sehr competitive genug, denke ich mal. Die haben ein paar sehr starke einzelne Karten, aber die muss man halt in Kombination mit den anderen Schwächeren zusammenspielen. Und das zieht halt die starken Karten wieder runter, macht den Durchschnitt eher schlechter. Deswegen dem Deck würde ich so 6 von 10 Sternen geben. Ist auf jeden Fall ganz nett und so, aber Meta beeinflussend oder richtig krass wird es wahrscheinlich nicht. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht habt ihr eine klasse Deckliste oder so oder wisst mehr Bescheid, dann könnt ihr das wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaut bei der Sneak vorbei und leidet nicht. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet nicht.